Was ist denn da für ein Problem, ey? Nein, warum geht ihr denn nicht weiter? Soll ich jetzt hier stehen bleiben oder was? Mann, ey. Und was machen wir denn jetzt? Verdammt. Sollen wir jetzt durch die Brücke gehen? Oder gehen wir nach Hause? Was machen wir denn jetzt? Umdrehen? Mensch, das sind aber Riesenhunde. Was machen wir denn jetzt? Sag schon was. Ich weiß es nicht. Ich werde nervös. Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder reinschaut bei Laughter and Facts Nummer 4. Ja, heute der... Oder ein zweiter Teil zum Thema Hundebegegnung. Da wird es sicherlich noch ein paar mehr geben. So Situationen, wie sie gerade gezeigt wurde, kennt ihr bestimmt auch. Jeder hat es wahrscheinlich schon mal irgendwie erlebt auf einem Waldweg, auf einem Feldweg. Man kommt aufeinander zu und der Gegenüber bleibt auf einmal abrupt stehen, plötzlich. Ja, eigentlich so mehr oder weniger ohne erkennbaren Grund. Und natürlich. Automatisch bleibt man selber dann auch erstmal stehen, weil man weiß ja gar nicht, was los ist und fragt sich dann, was nun, wie geht es nun weiter? Warum machen Leute das? Warum bleiben sie stehen? In der Regel ist es Angst, aneinander vorbeizugehen. Sie wissen nicht genau, wie ihre Hunde reagieren, was mit den anderen Hunden ist, die einem entgegenkommen, wie die drauf sind. Durch dieses Stehenbleiben baue ich eine Spannung auf. Ich bringe Unsicherheit in die Situation rein, ich bringe auch Angst damit rein. Also dieses Gefühl überträgt man dann auf die Hunde, sieht man dann hier auf der einen Seite sehr, sehr gut, dass da ja sehr, sehr viel Aufregung produziert wird praktisch. Ne? Wie es eigentlich richtig geht oder einfacher geht, das hatten wir letztes Mal schon kurz angeschnitten, auch schon mal kurz gezeigt, wirklich da einfach aneinander vorbeizugehen. Es gibt dann Situationen, wie wir sie jetzt noch mal einmal hier zeigen. Schaut euch das einmal an. Ja, die Variante ist natürlich nicht so gut. Warum? Ja, die beiden Hunde laufen innen, also laufen sich wirklich zwangsläufig über den Weg. Das ist natürlich jetzt, sind zwei, die sich kennen logischerweise, also welche aus unserem Rudel. Aber nichtsdestotrotz kann ich natürlich, wenn ich fremde Hunde habe, in dieser Situation wirklich Gefahr laufen, dass da das ein bisschen eskaliert, ne? Je nachdem, wie die Halter drauf sind, je nachdem wie die Hunde drauf sind. Wenn man sich nicht so mag, wenn ich zwei intakte Rüden habe, die schon ein bisschen unter ihrem Testosteronspiegel leiden, dann kann sowas mal schnell knallen. Das wollen wir definitiv nicht. Darum dann hier nochmal die Variante, wie man es ganz, ganz einfach wirklich lösen kann, was auch einen riesen Unterschied macht. Muss einfach mal ausprobieren. Nehmt den Hund auf die abgewandte Seite, bringt euch dazwischen und lauft ganz entspannt aneinander vorbei. Ist in der Regel noch nicht mal irgendeine großartige Reaktion zu verzeichnen. Ja? Ja, summa summarum, Begegnungen mit anderen Mensch-Hund-Gespannen müssen nicht immer was Schlimmes oder was Unangenehmes sein. Vertraut einfach mal ein bisschen mehr auf euch, auf eure Hunde vor allen Dingen, traut ihnen ein bisschen mehr zu in solchen Situationen. Bleibt ruhig, gelassen, entspannt, seht dem ein bisschen positiver entgegen. Vielleicht auch mal, hat man ja mal eine nette Begegnung. Hunde, die sich dann sehr gut leiden können, vielleicht ein bisschen miteinander spielen können. Also es muss nicht immer was Schlimmes oder was Negatives oder was Gefährliches sein. Man kann da ganz, ganz entspannt rangehen und einfach ein bisschen mehr, einfach mehr Vertrauen in die Situation und auch in den eigenen Hund stecken, dann klappt es auch ganz, ganz gut. Ja? Okay, dann wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag. Wie immer freuen wir uns über neue Abonnenten oder über Kommentare. Also nicht so sparsam, ihr dürft gerne auch mal ein bisschen Kritik äußern. Da freuen wir uns auch sehr, sehr drüber. Und dann sage ich schon mal bis zum nächsten Mal, wenn ihr wieder reinschaut bei Laughter and Facts. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.